PS, 400 Newtonmeter. Zeit geben, die einfach normal durchfahren, die ist nämlich ziemlich pestig, die Kurve, auch wenn sie am ersten Blick gar nicht so ausschaut. So, da kannst du nicht wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, Gas geben, weg und einlegen. Ja, schau, genau, Gas, weg und einlegen. Und immer schauen, dass du von außen nach innen in die Kurve fährst, weil dann hast du mehr Platz. Wenn du nämlich innen anfängst, geht da dann in der Mitte von der Kurve irgendwann der Platz aus. Und das ist das Problem. Willkommen zur Haarnadel. Haarnadel heißt, wir versuchen eine 180-Grad-Kurve artgerecht, artgereicht heißt mit 90 Grad hinaushängendem Heck zu durchdriften. Weg vom Gas, lassen das Heck nach außen pendeln, Heck rutschen lassen, jetzt das Fußbremszeichen, jetzt steigen wir auf die Fußbremse und das ist das einzige Mal am heutigen Tag, schlagen wir voll bis zum Anschlag nach innen ein, lösen die Bremse, was wird passieren? Das Heck wird nach außen durchpendeln und jetzt in dem Maße, wie das Heck nach außen durchpendelt, in dem Maße stellen wir die Lenkung gerade und übernehmen wieder als Chef übers Blech mit dem Gas. Und dann versuchen wir mit gerade gestellter Lenkung hier sauber den Drift über das Gas durchzusteuern. Und da haben wir Lenkung gerade. Super, einmal noch. Sehr schön. Genau. Und da. Da gehst du nicht auf die Bremse, die oder? Doch. Die kurz auf die Bremse.
Äpfel. Lenkwechsel passt, aber ruckartig. Es ist relativ sanft gelenkt, was ja normal nicht gut ist, aber da für uns halt nicht. Als 3, 2, 1, go und dann müsst ihr 3 Runden. 1. Schwierig ungefähr. 2 bis 3 zu zählen. Und beim dritten Mal dürft ihr nicht mehr durch die Gasse hindurch zischen mit Lichtgeschwindigkeit, sondern da ist eine Pylone. Und wer diese Pylone umfährt, ist wie die Garagenwand, ganz normal, ne, der hat verloren. Und da seht ihr dann genau den Aufbau, den der Werner auf seiner Tafel gehabt hat. Es darf natürlich bei keiner Runde ein Hütchen niedergemetzelt werden. Das gibt empfindliche Strafsekunden und dann geht es da wieder um die nächste Haarnadel rum und man kommt sozusagen das erste Mal durch die eigene Garage und dann noch einmal 2 Runden und in der dritten Runde muss man dann in der eigenen Garage wieder einparken. 3, 2, 1, los! Du schaffst es, Schatz. Habt ihr richtig prima gemacht. Das hat wirklich danke fürs Mitmachen, fürs engagierte Umsetzen. Danke fürs Aufpassen auf die Subis. Wir können weitermachen. Wir haben noch 400 Teilnehmer, die damit Spaß haben wollen. Denn das sieht man wirklich, der Unterschied zwischen heute Morgen und jetzt war schon deutlich.